Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV zur zweiten Folge meines Formats Impfung, Impfung über alles. Und da spreche ich mit euch über eure Erfahrungen, Eindrücke und Gedanken, was die Impfung angeht. Und dafür habe ich heute den Martin in der Leitung. Hallo Martin. Ja, hallo Gunnar. Bist du schon geimpft? Du fragst, ob ich schon geimpft bin. Nein, ich bin nicht geimpft und ich sage jetzt einfach mal, ich bin noch nicht geimpft. Das ist schon so eine aufgeladene Frage, ne? Wenn man das heutzutage gefragt wird, weil da irgendwie mit impliziert wird, dass man das ja sowieso machen wird. Richtig, also gerade so die Frage, ganz selbstverständlich im Kollegenkreis, seid ihr schon alle geimpft oder bist du schon geimpft? Mhm. Ja, die kann mich manchmal zur Weißglut bringen, diese Selbstverständlichkeit. Dann habe ich ja jetzt gut gestartet. Du hast aber jetzt gesagt, noch nicht, aber also schließt du das aus, dass du jemals dich gegen Corona impfen lässt oder sagst du, ich warte es nochmal ab? Also freiwillig würde ich von den zur Verfügung stehenden Impfungen keine auswählen und mich nicht impfen lassen. Okay. Ich halte es allerdings im Augenblick nicht für ausgeschlossen, dass der Druck einfach so groß wird, dass man es einfach dann irgendwann machen muss. Hm. Ich hänge an meinem Job zum Beispiel und was mache ich da? Was mache ich, wenn es heißt, ich darf da nicht mehr hin? Ich darf nicht mehr in die Innenräume der Firma, für die ich arbeite, oder nicht mehr zum Kunden gehen. Hm. Das heißt, du setzt dich schon ganz konkret mit solchen Erpressungsszenarien und Druckfantasien aus, setzt dich damit auseinander. Und für dich ist es schon relativ stark, also wenn sie mir nicht jetzt irgendwie wirklich Druck machen, dann werde ich das nicht über mich ergehen lassen. Was hat zu deinem Urteil geführt? Also erstmal ist es gar nicht eine Entscheidung, die ich für mich selber unbedingt treffe, sondern ich halte es gesellschaftlich für falsch. Also ich halte es für gesellschaftlich falsch, nur genau diese Technologien anzubieten und gleichzeitig einen Druck dahingehend auszuüben, dass ich möglichst alle oder möglichst sehr, sehr viele genau mit dieser Technik behandeln lassen. Ja, es hat nie einen gesellschaftlichen Konsens, niemals einen gesellschaftlichen Diskurs meiner Meinung nach gegeben, ob wir die Gentechnik in der Medizin haben wollen. Also geschweige denn darüber, ob wir die Gentechnik so breit einsetzen wollen und möglichst jeden damit behandeln wollen. Ja. Ja. Wenn dieser Diskurs stattgefunden hätte und man hätte da jetzt über die letzten Jahre oder die kommenden Jahre offen drüber diskutiert, hättest du dann für dich eher nochmal das Ganze durchdacht und gesagt, also gut, vielleicht hat da die Gentechnik doch eine gewisse förderliche Rolle in der Frage nach dem richtigen Impfstoff? Also unter der Voraussetzung, es hätte einen Diskurs in der Gesellschaft gegeben und man hätte dieses Thema auch wirklich, also auch objektiv auch die Informationen in der Gesellschaft gestreut, also nicht in irgendeine Richtung beeinflusst, und es wäre demokratisch entschieden worden, dann wäre ich dafür gewesen, diese Technologie vorsichtig einzusetzen, aber nicht in der Breite gleich. Wo siehst du die Gefahren des Einsatzes hier in solchen großen Dimensionen? Ja, also ich denke mal, das ist genau das, was wahrscheinlich viele sagen werden. Es fehlen einfach Langzeitstudien. Niemand weiß, was diese Behandlung auf Dauer bei Menschen bewirkt. Niemand weiß, was die Langzeitfolgen sein könnten. Und die werden in der Breite, über eine breite Masse, einfach verteilt und offensichtlich in Kauf genommen. Und das verstehe ich nicht. Ja, Kritiker sind jetzt eher die Befürworter dieser Impfung, aber Kritiker der Kritiker sagen, naja, bei den Langzeitstudien ist es ja so, dass man zum größten Prozentsatz eigentlich die Nebenfolgen schon sehr stark am Anfang, so im ersten Fünftel oder so, dieser Phase von zum Beispiel 5 Jahren sieht und danach tut sich gar nicht mehr viel. Deswegen muss man die Langzeitstudien gar nicht so unbedingt bis zum Ende durchziehen. Naja, nun ist es so, dass wir natürlich eine völlig neue Technologie hier erstmal haben, mit diesen mRNA- und DNA-basierten Impfstoffen. Und gleichzeitig haben wir diese 5 Jahre, also mit umfangreichen Studien, ja noch nicht mal abgewartet bis jetzt. Also mir ist nicht bekannt, dass 5 Jahre Erfahrungen mit in der Breite eingesetzten Impfstoffen dieser Technologien schon vorhanden sind.
Höchstens im Tierversuch. Ja, und wie sehen die aus, wäre dann die Ja. Frage. Du hast gesagt, dass du es besser gefunden hättest, wenn man nicht so beeinflusst gewesen wäre, dass der gesellschaftliche Diskurs nicht so sehr beeinflusst ist. Hast du da das Gefühl gehabt, dass von Seiten der Politik, der Medien eben so eine starke Indoktrination, das ist jetzt eine sehr, wie heißt das, suggestive Frage, aber ich gehe davon aus, wo hast du am meisten dich beeinflusst gefühlt? Ja gut, bei mir geht es ja eigentlich so weit, dass ich mich auch persönlich großenteils an Stellen, an denen ich mich geäußert habe, auch einfach diffamiert schon von den Medien fühle. Also überall da, wo Kritik geäußert wird, ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sich eine große Menge auf einen stürzt und moralisierend fragt, ob ich denn vielleicht Tote in Kauf nehmen möchte und so weiter. Nein, gerade nicht. Ich möchte gerne das Beste für alle. Und ich Ja. glaube nicht, dass wir das auf diesem Weg erreichen können. Und diese Rhetorik, man sei dann ein Impfverweigerer oder ein Wissenschaftsleugner, die ist ja schon sehr vielsagend, dass man mit solchem Framing und Wording arbeiten muss. Aber lass mal generell fragen, bezieht sich deine Skepsis, was diese Impfstoffe angeht oder was die Impfstoffe angeht, jetzt nur auf diese neuartige Impfung oder bist du generell ein Impfkritiker, Impfskeptiker? Nein, ich habe also die normalen Impfungen habe ich, wann immer ich sie für angebracht gehalten habe, einfach machen lassen, auch vor irgendwelchen Reisen oder so geschaut, was ist jetzt gerade für mich angebracht, wo halte ich das Risiko für so groß, dass ich mich impfen lasse. Aber mich jetzt politisch so überfahren zu lassen, das sehe ich nicht ein und das möchte ich nicht mitmachen. Hast du denn in deinem näheren Umfeld darüber diskutiert mit Freunden, mit Bekannten und wie waren da die Reaktionen? Also zum Glück ist es bei mir so, dass mein engster Freundeskreis komplett genauso kritisch ist wie ich. Jeder hat so ein bisschen differenzierter seine Abwägungen, aber da bin ich sehr, sehr zufrieden erstmal und sehr froh drüber. Etwas ganz anders sieht es in anderen Umfeldern aus. Ja, ich möchte mal einfach bei dem Ausdruck bleiben. Also auch gerade in Umfeldern, wo ich jetzt mal sage, ich habe es mit Menschen zu tun, die Dinge normalerweise beurteilen können, auch kritisch beurteilen können, ja, die dann Maß anlegen, die mit mir zusammen zu Entscheidungen kommen, ja, und differenziert und im Diskurs und am Ende kommen wir zu einer Entscheidung. Aber keine Frage, das Thema wird nicht diskutiert. Es ist selbstverständlich. Also wie Okay, du am Anfang schon ja. sagtest, seid ihr schon alle geimpft. Ah ja, okay. Die lassen das, so wie man es immer mitbekommt, einfach über sich ergehen oder machen das einfach mit, nicken das ab und halten den Ärmel hoch. Genau. Und die Früher war es verstehen. Arm hoch und jetzt ist es Ärmel hoch, ja. Ja, also auch auf einem Firmengelände, das ich täglich betrete, steht ein großes Plakat, genau, Hashtag Ärmel hoch. Dann ist da eine junge Frau mit Maske abgebildet und ich finde das so übergriffig. Ich gehe daran jeden Morgen vorbei, ja. Und Ja, es ist so invasiv irgendwie so. Es geht so ins Intim irgendwie und es ist gleichzeitig peinlich irgendwie. Aber das heißt, deine Kollegen, mit denen sprichst du, du vermeidest das Gespräch also oder ich. sie vermeiden es mit dir vielleicht, das Gespräch darüber. Inzwischen vielleicht auch, aber ich habe inzwischen auch entschieden, dass ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann bin ich eben irgendwo beruflich unterwegs und rede nicht über politische oder solche Dinge. Für dich ist das in erster Linie ein politisches Thema, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vermutest du da, also ja, was ist deine Vermutung, was die Politik angeht, warum sie da so invasiv ja, unterdrückerisch, ich finde, vorgehen? Also erstmal im ganz Kleinen, warum hat man eigentlich diese Behandlungsmethoden, die auf der Gentechnik beruhen, ausgewählt? Und da unterstelle ich oder beziehungsweise vermute ich, dass einfach sehr, sehr starker Lobbyismus dahinter steckt. Dass man das schon sehr früh eigentlich abgesteckt hat, dass man, sobald man so eine umfängliche Impfung anbringen kann, dann genau auf diese Technologien und die entsprechenden Pharmakonzerne zurückgreift. Und das halte ich für äußerst undemokratisch. Ja, du hast das eben schon angedeutet, wenn das demokratisch irgendwie
entschieden worden wäre, dann hättest du dich da auch vielleicht noch mal mehr drauf eingelassen. Also, wie könntest du dir das vorstellen, dass man das wählt über eine Volksabstimmung oder wie würde sowas aussehen? Also klar habe ich Vorstellungen davon, wie eine Demokratie besser funktionieren könnte mit noch mehr direkten Demokratieelementen. Aber für mich beginnt es eigentlich schon da, dass das Volk innerhalb einer, oder dass man die Bürger innerhalb einer Demokratie erstmal objektiv und informieren muss, sodass überhaupt eine Meinungsbildung in der Bevölkerung stattfinden kann, die nicht in eine Richtung getrieben wird. Ja, und genau das vermisse ich. Und das ist auch schon sehr lange und auch schon lange vor dieser Krise eigentlich meine Kritik, dass die Meinung der Mehrheit eigentlich durch Medien in eine bestimmte Richtung gebildet wird. Ja, durch so einen Haltungsjournalismus, der sich jetzt auch auf diese gesundheitlichen Fragen eben übertragen hat. Richtig, genau. Du hast von ja, dem Lobbyismus gesprochen, da sind natürlich Profitinteressen der Pharmaindustrie dahinter. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du es dir vorstellen kannst, dass diese ganze Geschichte mehr oder weniger inszeniert ist, damit man einen Absatzmarkt findet für diese neuen Technologien und Produkte? Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Also, was ich für möglich halte, ist sicherlich, dass man sich ein Virus jetzt ausgewählt hat, das man auch sichtbar macht, und auf das man das Ganze jetzt gerne auch anwenden möchte. Ja, man hätte ja die Möglichkeit gehabt, da auch irgendwie nicht nur monokausal dran zu gehen, sondern zum Beispiel diversitär mit konventionellen Impfungen, die es zum Beispiel in China ja gibt. Oder von Winfried Stöcker auch in Lübeck. Ah ja, richtig, aber ich weiß nicht, also ich habe nicht gehört, dass das jetzt besonders gefördert werden Nee, würde nee, oder aber so. es gibt Ja. sie, aber sie werden eben im Gegenteil, sie werden unterdrückt. Er wird, glaube ich, auch vom Paul-Ehrlich-Institut angezeigt. Deswegen, also das ist nicht erwünscht. Genau, und in China gibt es also zum Beispiel in China gibt es konventionelle Impfstoffe, die damit, also schon sehr erfolgreich hier. Hier versucht man natürlich immer zu sagen, dass die ja gar nicht so gut wirken würden wie diese neuen Wirkstoffe. Aber offensichtlich hat China ja Erfolg damit. China gilt ja irgendwie als sehr erfolgreich in dieser Pandemiebekämpfung. Ich muss auch gestehen, dass ich das mit China und dem Impfstoff noch gar nicht mitbekommen habe. Es ist auch an mir vorbeigegangen. Also da sind wahrscheinlich die Medien auch, haben da doch ein gewisses Interesse, das hier nicht groß zum Thema werden zu lassen. Wobei sie ja eben sehr stark gesagt haben, oh, guck mal, der Lockdown, das hat in China super funktioniert. Da sind die Zahlen auf einmal ganz niedrig. Deswegen sollten wir das auch machen. Aber bei der Impfung machen sie es offensichtlich nicht so. Genau, das machen sie nicht. Genau. Aber das wäre ja meine Diskussion, ob man nicht diversitär rangeht. Also auch in meinem Fachgebiet beruflich geht man normalerweise irgendwie nicht einen einzigen monokausalen Weg, sondern wählt diversitäre Ansätze, um möglichst das Beste zu erreichen. Ja, oder nehmen wir mal jemand, der sein Kapital schützen möchte, ja, etwas, das ihm wertvoll ist. Der wird ja irgendwie eine Risikostreuung anstreben und nicht alles auf irgendwie eine neue Anlageform setzen. Und auch schon sich so früh festlegen. Also die ganze Rhetorik, dass nur die Impfung, und zwar eben genau nur die oder diese beiden, die es da gibt, uns retten wird, das war schon sehr, sehr bald abzusehen. Ja, genau, da sprichst du was an. Ja, es gibt mir einen richtigen Stich, wenn ich dieses nur die Impfung kann, die Normalität zurückbringen oder ähnliches höre. Ja. Ja. Ja, ich habe mich immer gefragt, wie gehen Sie mit so einer Sicherheit schon ab März, April, Mai 2020 davor, ob es da nicht auch andere Heilmethoden oder andere Impfungen geben könnte oder ob es dann wirklich auch nötig sein wird, die ganze Gesellschaft damit eben zu traktieren. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass du dir gewisse Szenarien vorstellen könntest, wo du sagen würdest, okay, jetzt muss ich doch drüber nachdenken, mir das Zeug spritzen zu lassen. Was wäre das und würdest du vorher noch irgendwelche Ausweichmanöver versuchen? Das ist eine gute Frage, ja. Also sicherlich würde ich gerne Ausweichmanöver versuchen, aber ich fühle mich doch ziemlich eng verbunden, zum Beispiel mit meinem Job. Ja, ich mache das Thema, das ich bearbeite, seit über 20 Jahren. Es liegt mir sehr am Herzen und ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich sehe auch andere Möglichkeiten oder andere Dinge, die mich sehr interessieren und wo ich auch. Aber es ist doch, wäre doch sehr, sehr
Naja, die Entscheidung, es fällt mir nicht ganz leicht, Ja. davon wegzugehen. Du würdest auch nicht einfach auswandern können und den Job weitermachen vielleicht. Nein, also den Job könnte ich dann vergessen. Da müsste ich was anderes machen. Aber also Das. drüber nach, also auch darüber habe ich nachgedacht. Also sowohl über Auswandern, aber ich hatte auch so ein bisschen die Idee, also so ähnlich wie du das ja mit diesem Refugium eigentlich anstrebst, ob man sowas nicht auch vernetzen könnte und praktisch innerhalb der Gesellschaft auch aufbauen könnte. Ja. Ja, dass wir uns gegenseitig einfach Dinge anbieten und das bekannt machen, ja, sodass wir einfach eine bessere Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft sein können und gleichzeitig vielleicht, also wir sind ja dann auch vielleicht offen für alle anderen, einfach was vorleben, etwas vorleben können. Ja. Ja, eine Gesellschaft der Ungespritzten und Gesunden vielleicht oder Ja, derjenigen. also ich denke, auch Gespritzte sind uns irgendwann willkommen, oder? Also. Ja, das denke ich auch, aber ich muss auch sagen, dass es mir gerade eine gewisse Genugtuung verschafft, der Gedanke, dass man nicht angewiesen ist darauf, auf Leute, die jetzt so einfach über, ja, eigentlich Leichen gehen oder die so einfach ihre Freiheiten hergeben, wenn sie das wollen, dann sollen sie es für sich machen. Aber ja, wie du richtig sagst, wenn wir da so solche Strukturen aufbauen, wo wir das untereinander so machen können, dass auch der Austausch groß genug sein kann, dass jeder davon profitieren kann, dann wäre das ja vielleicht etwas, was den Druck auch vom Einzelnen nehmen würde. Muss ich jetzt wirklich meinen Job, meine Vorstellung, wie ich mein Leben führe, muss ich das opfern für mein Gewissen? Oder mache ich dann doch die Faust in der Tasche und sage, okay, dann, es ist ja doch vielleicht nur ein kleiner Pieks und dann kann ich eben mein normales Leben wie früher weiterführen. Ja, ich glaube, das wäre nicht die Konsequenz. Also ich würde nicht sagen, es war nur ein kleiner Pieks und ich lebe mein Leben weiter, sondern ich wäre wahrscheinlich ein Stachel in der Gesellschaft. Ja, also ich wäre sehr, sehr, ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr wütend, wenn das so weit kommt. Ja, weil man das von dir verlangt hat. Weil ich mich so weit, genau, aber ich würde trotzdem auf der Seite derer weiterstehen, die das alles ablehnen. Aber trotzdem, es ist ja auch nur eine Hypothese, so einfach. Was kann alles theoretisch passieren? Also. Genau, versuchen wir nicht zu sehr ins Negative hier abzudriften, aber ich denke auch, dass da die Vernetzung und der Aufbau von Strukturen sehr, sehr sinnvoll sein wird, damit es dann doch Möglichkeiten für Ausweichmanöver gibt. Und naja, es ist auf jeden Fall gut, sich jetzt schon zu vernetzen und daran zu arbeiten. Lieber Martin, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Gedanken, die sehr vielfältig waren über die Impfung und danke für das schöne Gespräch. Ja, Gunnar, dir vielen Dank und tschüss. Du sollst deine Vorfahrt tragen.